So, hallihallo. Heute nur ganz kurz gezeigt. Ich habe meinen Laden umgemalert. Also die Farben verändert. Also den Maler da gehabt. Ja, die Decke anders gemacht. Die Regalwände verändert. Na? Also sieht irgendwie gemütlicher aus, finde ich. Ne? Nicht mehr so steril und so kalt. Ja. So, ich will was probieren. Und zwar gehe ich nach draußen und will mal was testen. So, da hole ich mir mal einfach den Rechner, bestell mir mal eine Palette. Eine reicht erstmal. So, die will ich mal hier draußen hinstellen. So. So. Und jetzt will ich mal probieren, ob ich da Wasserflaschen raufstellen kann. Ja, nehmen wir mal hier die. Da bin ich jetzt mal gespannt. So. Supi. Also das heißt, wir können da Wasserflaschen raufstellen und müssen die nicht mehr alle hier drinnen stapeln. Na, das heißt, wir können hier nur ein paar kühle Getränke, können die also im Prinzip zusammenpacken. Na, und den Rest können wir rausstellen. Ja. Ach, sieht das nicht schön aus? So. Guck hier. Sogar die Restocker packen hier Wasser hin. Auch die füllen hier draußen auf. Jetzt bin ich ja dann mal gespannt, ob die Kundschaft hier draußen einkauft. Ich mache mal gleich noch ein Experiment dazu. Ich schnapp mir mal einfach die Kartoffeln, die Tüften, und stell die raus. Hier. Wir können gleich mal daneben stehen. So, da bin ich doch mal gespannt. So, hier, Jungs, ihr habt kein Wasser mehr, ne? Das hat ja für drinnen auch immer gereicht. Wir machen mal hier einfach voll. Genau, Wasser. So. Das ist ja ein Ding, weil das ändert ja vieles. Wir können dann endlich, es sei denn, die Kunden fassen das nicht an, dann ist es natürlich nicht so schön. Ne? Da ist noch mehr Wasser, geht doch noch ein zweiter los. Na, bitteschön. So. Na, helft euch. So, ich bestelle mal gleich nochmal Wasser. So. Damit das ein bisschen schneller geht. Sehr schön. Ja, füllt das mal alles auf. Klasse. So, müssen wir noch mal was bestellen oder haben wir alles? Supi. So, Lager ist wieder voll mit Wasser. Dann machen wir mal einfach den Laden auf.
und gucken uns das an. So, hier habe ich schon mal einen Slot frei gemacht, weil da kommen ja noch mehr, so eine Waschtabs dazu. So, lass uns mal gucken, wie die Kunden hier agieren. Wenn die das einkaufen, dann ist das doch genial. Dann können wir auch Zeug draußen hinstellen als Werbepaletten, Angebotspaletten. Und wir müssen das ganze Wasser nicht mehr im Kühlschrank haben. Ne? Wie meiner eine Reihe oder zwei Fächer im Kühlschrank. Ne? Ist ja in Real auch so. Ne? Gekühltes Wasser und die Masse ist aber nicht im Kühlschrank. So, mal gucken, ob einer sich Kartoffeln greift oder Wasser greift. Die gehen wahrscheinlich erstmal rein, kommen wieder raus. Mal gucken. Wenn das funktioniert, das wäre doch ein geniales Ding. Ja, ich finde das mit den Farben schön, die Regale. So hat das noch einen gemütlicheren Touch und sieht doch gut aus. So. Hier laufen noch alle rein. Mal gucken, mal gucken. Aha, aha, aha. Irgendwer wird schon Kartoffeln wollen oder meckern, wenn es drinne keine gibt. Weil dann funktioniert es ja nicht. Aber wir gucken. Wir lassen uns mal überraschen. Da lassen wir uns mal überraschen. Zack. Siehst, da kommt einer raus, holt sich Kartoffeln und geht wieder rein. Ja, wie geil ist das denn? Leute, es funktioniert. Wir können Paletten draußen stapeln. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Also Ena hat sich schon mal tüften genommen. Mal gucken, mal gucken. Wir beobachten den Fall mal so ein bisschen. Na, wenn sie an der Kasse gewesen sind, dann sind sie ja durch. Mal schauen. Wir müssen den Fall ja beobachten. Ja, bei dem ganzen Gewusel da am Eingang hat man keinen Überblick, wer kommt rein, wer kommt raus, wer holt sich was. Leute, die Tüften sind draußen und das Wasser auch. Könnt ihr kaufen. Ja. Da dachte ich, das muss doch irgendwie... Vielleicht geht das ja, ne? Also irgendwie... Wenn man das rausstellen kann... Ist das ja nicht schlecht. Da, die holt sich auch Kartoffeln. Cool. Das ist doch cool. Holt sich Kartoffeln und geht rein. Ja, also die Paletten sind ja genial, ne? Da kannst du ja so gut wie alles draufpacken, was vorher nicht ging. Man konnte ja keine Wasserflaschen ins normale Regal stellen. Nur immer ins Kühlregal. Aber wenn man die jetzt auf die Paletten stellen kann, na, die muss auch mal in der Kufen. Kauft mal. Kauft auch Wasser.
Kauft Wasser. Da, er nimmt sich auch Kartoffeln und geht wieder rein. Das ist doch mal schön. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr den Laden bis jetzt findet. Der ist ja noch gar nicht, lange nicht fertig, ne? Also, ich will ja noch Dings kaufen. Sag mal schnell. Also die nächste Lizenz war jetzt gerade mal kurz abgelenkt. Da, er nimmt sich Wasser und geht rein. Also das funktioniert auch mit Wasser. Ja, das ist doch mal schön. Also die kaufen die Produkte, die auch die draußen stehen. Und das mit dem Wasser funktioniert auch. Das ist doch genial. Sehr schön. Dann werde ich mal was anderes machen. Er nimmt sie auch Kartoffeln und geht wieder rein. Das ist sehr schön. Er nimmt sich Wasser. Cool. Funktioniert. So. Dann werde ich mal noch eine Palette kaufen. Erstmal eine. Ach, ist ja schon zu. Na dann morgen früh. Ist egal. Ja, klasse. Das ist doch toll. Können wir viele Getränke und sowas einfach auf Paletten stellen, also auch im Laden dann. Na, er kommt auch und füllt die Kartoffeln wieder auf. Perfekt. Einfach perfekt. Schön. Das ist doch klasse. So, dann warten wir mal noch, bis die zwei da hinten raus sind. Oder drei sind es ja noch. Also wir haben, wie gesagt, die amerikanischen Produkte drin. Wir haben die Kühlschränke umlackiert. Wir haben die Regale schön gemacht. Die Wände gemalert. Die Fenster vor allen Dingen geputzt. Ja, sind jetzt nicht mehr diese dreckigen Fenster, ja, wenn ihr euch das mal genau anguckt, das, ne? Haben Fensterputzer da gehabt. Das sieht doch alles schön aus. Das Wasser steht draußen. Die Tüften, naja, die gehören eigentlich nicht in die Sonne, die wären ja sonst grün, aber hier kann man das machen. Und so kann man drinnen sich Platz sparen. Ne? Kann man Angebote machen, da gibt es ja auch einen Mod für. Und die kann man ja immer rausstellen. Jo. So, sind sie alle weg.
Klopapier sollte man nicht rausstellen, Bier auch nicht, ne? Aber so, dann beenden wir mal den Tag. Na, also die Riesstocker füllen ja auf, die machen jetzt Nachtschicht. So. Das heißt, ich werde jetzt mal das Regal bestellen, die Palette kaufen. Und dann, komm mal mit. Man ist das gar nicht mehr gewohnt, dass da Kartons rumliegen. So, dann stellen wir die einfach mal daneben. Und dann will ich mal probieren, hier kann ja auch eine Reihe weg, hole ich mir einen Karton aus der Hosentasche und pack mal, halt, ich muss die Riesstocker stoppen, pack mal ein, nicht, dass die hier, einer ist unterwegs, macht nichts. So, und schmeißt das mal hier rauf. Dann kann ich hier nämlich einen Slot frei machen. Was ich ja will. Die können hier draußen. Die sind Chlorix, Chlorax, Chlorox. Dann habe ich da drinnen wieder einen Slot frei. Weil da kommt ja noch Weichspüler und Gedöns. Und fertig ist. So. Nächste Ladung, also nächste Etage. Ne, da kriegt man auch tonnenweise von dem Zeug rauf. Eigentlich kann man alles rausstellen. So machen wir das doch. Ha! Hammer! Das ist doch Hammer! So. Den hier noch. Das ist doch geil! Jawohl, rin damit. Das sollte eigentlich keine lange Folge werden hier, aber ich mache das einfach jetzt mal so, ne? So, du da unten noch. Und gut ist. So, noch die Schilder abmachen. Du kannst weg. Ah ja, bei diesen diese Hosentaschenmod, ne, da braucht man dann einfach bloß die T-Taste drücken und bums ist er weg. Gut, Schilder ab. Dann haben wir, guck mal, 4 Slots frei. Gibt da noch Weichspüler und Gedöns, das habe ich ja auch noch nicht. Und Weichspüler, die großen Flaschen kann man auch rausstellen. So, dann können die Riesstocker wieder weitermachen. Die werden jetzt auch losrennen, glaube ich. Aber ich muss auch erstmal einkaufen. Ich muss jetzt generell einkaufen. So. Genau. Na, ich denke mal, die werden das jetzt auch noch auffüllen. Ja, Leute. Wie genial ist das denn? Der eine rennt da drinnen lang, der eine kommt hier draußen lang. Und füllt hier auf. Ha! Ist das genial oder ist das genial? Ich finde es genial. So, dann kann man nämlich drinnen das Wasser zusammen schrumpeln. Auf einen Kühlschrankslot, ne, dass da nur ein paar Flaschen gekühltes Wasser drin ist, sind. Ist ja in Real auch so. Für die heißen Tage und ansonsten gibt es Wasser von Palette. So.
Ihr seid fertig. Dann gucken wir noch mal, was da noch hin noch fehlt. Gut. Ihr füllt hier jetzt nichts weiter auf mit Chlorix oder wie oder was? Aha. So, 2, 4 Kartons. Nö, naja, macht ja nichts. Obwohl, wir machen das vollkommen. Sieht doch besser aus. Komm mit. Komm mal mit. Nee, lauft nicht los, Leute. Läuft nicht loslaufen. Ne? Geht er doch weg? Geht auch weg. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müsste noch ein Karton raufpassen, ne? Einer müsste noch raufpassen, ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Perfekt. So, Tee und tschüss. Dann bestelle ich die nochmal nach. Genau. 2 Kisten. Fertig. Supi. So, dann werde ich mir das abspeichern. Und dann können wir den Laden wieder aufmachen. Ja, wie genial. Wie genial. So, dann werde ich mir nachher die neuen Produkte da kaufen. Und dann ist das gut. So, jetzt ist das gesamte Chlorix-Gedöns draußen. Und dann wollen wir mal schauen. Das ist doch gut. So, wenn es dann noch mehr Gemüse gibt oder so, ja, guck da, zack, bumm, das funktioniert. Und Uschi geht rein zum Bezahlen oder weiter einkaufen. Die hat sich da jetzt eine Flasche gemopst. Hat sich hier eine Flasche weggenommen. Schön. Leute, ihr müsst mal ein bisschen früher aufstehen, dass ihr pünktlich vor dem Laden steht. Ne? Könnt ja schon hier, ne, an der Tür wackeln. So. Ne? Das nur so ganz kurz gezeigt. Da eröffnen sich ja komplett neue Möglichkeiten. Ne? Dann kann man drinnen das ganze Wasser, wenn der Laden größer ist. Das ist dir zu teuer. Na, sag mal. Kiwi Strawberry? Steht da doch da drauf. Ich darf mal sehen. Ja, Kiwi Strawberry Wasser. Okay. Cool. So. Funktioniert. Tja, also das war dann nur mal so ganz kurz gezeigt, ne? Haha. So, der Laden gefällt mir. Ich habe mal getestet hier, wenn man wenn ich jetzt hier die nächsten Dinger kaufe hier, dann verlängert sich das hier hinten lang. Dann kommt hier noch ein Fenster dazu und dann muss ich die ganze Regalreihe runterschieben. Aber ich kriege nur 2 Felder, also habe ich nur die Hälfte. Ne, also für das Geld, was ich habe, kriege ich nur 2 Erweiterungen, ne, bis zur Hälfte, und dann habe ich da wieder eine Ecke drin und das will ich nicht. Also muss ich noch so lange hier spielen, bis ich mir alle 4, ne, das sind dann 4 Stück, holen kann. Weil das sieht Müll aus. Ich könnte jetzt die Regale natürlich, also die Kühlschränke hier dann irgendwie um eine Ecke packen und so. Ne? Und dann könnte ich da hinten so eine Getränkeabteilung machen mit Paletten, ne? Also eine Erweiterung.
Könnte man machen. Aber ich kann mir ja auch hier Paletten hinstellen. Getränkepaletten. Das können wir ja mal machen. Komm mal. Möbel. Jetzt kannst du mal zwei nehmen. Und dann machen wir das mal. Dann machen wir das doch. Hier. Paletto. So. Noch eine. Und dann kommen da hier die anderen Wasserruf und Spreit und Gedöns und hast du nicht gesehen. Guck mal, du passt da noch hin. Drei würden nicht passen, ne? Ne, ja, wir machen das mal so. So. Guck mal. Wir haben das Wasser und jetzt brauchen wir das Wasser. Brauchst ja bloß eh eine Flasche. Das füllen ja die Riesstocker dann auf. Ruff. Dann brauchen wir noch eine. Wir machen Cola. Ja. Eine reicht ja. Bums. So, dann können die das auffüllen. Ha! Wie geil ist das denn? So, und eigentlich können wir das hier auch rausräumen. Na? Ich muss mal die Riesstocker anhalten. Mal gucken, dass die alle vier wieder draußen stehen. Einer steht schon. Der nächste. So, guck mal hier, die kaufen das Chlorix, die kaufen die Kartoffeln hier. Na, Wasser, eine Flasche nur. So, einer ist noch unterwegs. So, das heißt, wir können hier einfach mal die Cola rausnehmen. Und hier aufstellen. Zack. So, können wir das nämlich umschichten. Ja, gibt doch Leute irgendwo, die sagen umschlichten. Was das soll, weiß ich nicht. So, dann machen wir das mal hier auch noch. Und stellen die darauf. So, ich muss mal kurz Pause machen. So, ich musste mal kurz weg. So, trotzdem, der Laden ist hier eine Weile weitergelaufen. Macht ja nichts. So. Jetzt haben wir gesagt Cola. Cola, hör mal. Das schmeißen wir mal da oben hin. Dann können wir hier Sprite rausnehmen. Und stellen die. Ja, ne? Das ist das, wo ich sagte, Schild, ne? Und hast du nicht gesehen und so. So. Dann machen wir zweimal Cola. Ja.
Das weg, das kann auch schon weg, das kann auch weg. Dann können wir da Sprite reinschmeißen. Ja. Obwohl, warte mal, ja doch, nee. Wir machen ja jetzt keine Palette mit Sprite, ne? Da kommt ja noch mal Wasser hin. Obwohl, wir können ja hier auch noch eine Palette hinschmeißen. Machen wir. Machen wir. Warte mal. Dann kann hier noch das voll gemacht werden. Hier. Dann noch zwei da unten. So. Zu. Kommen wir da hin. Wir holen noch eine Palette. Ist ja schon wieder neune. Dann beenden wir erstmal den Tag. So. Gut, das heißt, noch eine Palette. Eine Paletto. Erstmal eine. Komm mal mit. Noch eine Paletto. So. Kannst du denn hier stehen? Na? Wenn sie wissen, was ich meine. Und hier machen wir Sprite drauf. Genau. Dann machen wir das hier mal raus. Und darauf. So, da kriegen wir Kühlslots frei. Das ist doch genial. Ich weiß nicht, warum das immer an diesen Kühlschränken hackt. So. Und ihr beide könnt noch hier rauf. Und dann ist das auch schön. So, hier. Das hat nichts mit dieser Dings hier zu tun, mit dieser Bemalung. Das hackt hier immer. Ich weiß nicht, warum das so ist. So, Karton weg. So. Jetzt habe ich den Karton nicht in der Hand. So. Weg, 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 weg. Supi. Lassen wir erstmal so. Ne, so kriegen wir schon wieder was frei. Jetzt haben wir hier Slots frei. Gut, dann müssen wir die Restocker mal arbeiten lassen. Leute, auf geht's. Auf geht's, auf geht's. So. Wir kriegen 1, 2, 3, 4, 5. 5 Produkte rein. Ah, ihr könnt jetzt so schön durchs Fenster gucken. Na, die sind sauber. So. Ich werde mal bestellen. Ja, ist auch alles reingegangen. Ins Lager. Das ist sehr schön. So. Wir können ja auch ein bisschen was machen. Hier dieses Wasser, dieses andere Wasser. Das ist das hier oben, ne? Ja, Aquafina.
Bam, ba, da, 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 da. Ach, er macht da doch gerade. Schön. Hau auf. Das ist so Hammer. Ach, wieso bringe ich das raus? Kann doch weg. So. Er füllt hier Cola auf. Ja, das ist doch genial, oder? So kriegt doch das alles ein bisschen immer mehr realistischen Flair. Sehr schön. Ich bestelle mal nochmal alles, was fehlt. Ja, liegt doch nichts rum hier. Schön. Cool. Das gefällt mir doch. Die Getränke-Ecke. So, hier. Mehr gibt's hier nicht. Die Coke Light. Hier, jetzt will ich keine Palette mehr davor stellen, ne? Wegen hier mit rankommen und so. Ja, aber... ist doch nett. Na. Das ist doch genial. Hammer. So. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir noch. Da wird jetzt wieder was. Cola, Wasser. Ja. Hol. Cool. Immer rein damit. Wie? Ihr seid fertig? Seid ihr euch sicher? Nee, eher nicht. Hier geht da noch was drauf. Beim Wasser und bei der Sprite. Und bei der Cola auch. Das wollt ihr den noch nicht alleine machen lassen, oder? Hör mal, was seid ihr denn für Kollegen? Hallo, los. Das sollte mich nicht wundern, wenn der sich jetzt dazu stellt, weil er keinen Bock hat, weil die anderen auch nichts mehr machen. Und alle ist es ja wohl nicht. Doch. Aber Wasser, aber da fehlt ja noch mehr. Aber das ist denen jetzt erstmal wurscht. Wir haben hier draußen Wasser, wir haben das Putzmittel draußen, die Kartoffeln draußen. Wir haben hier Getränke. Da muss ich nochmal mithelfen. Das sieht doch nicht schön aus. So hier. Muss ich euch das vormachen, dass da noch mehr rufiert. Das juckt die nicht, die stehen da trotzdem rum, ne? Das ist denen egal. Tja. Das ist eine Bagage. So, das können wir aber so lassen jetzt hier. So. Aber hier geht noch was drauf. Eine Cola und Sprite geht auch noch auf. So. Ein Coca-Cola. Ein Coca-Cola. Hier geht noch was drauf. Perfekt. Perfekt. So. Sprite, ne? Sprite. Sprite ging auch noch. Guck dir das an. Guck dir das an. Das ist doch schön. So, wenn das mal nicht was ist.
gehen immer nur 3 Schichten. Gut, dann gucken wir noch mal, was nachgefüllt werden muss. Zack, haben wir alles. Schön, schön, schön. So. Ich werde mir dann halt die nächsten Dingsen kaufen. Und dann ist das gut. So, haben wir Orangensaft. Ich könnte mal doch auch noch woanders hin verfriemeln. Ne? Du kannst hier rüber zu den Getränke. Komm mal mit. Du kannst jetzt ja hier mit hin. Würde ich mal sagen, ja. So. Dann haben wir die Fluchtgasse hier auch frei. Ja, ist ja Orangensaft. Ist ja keine Milch mehr. Ja, Hammer. So. Ihr Lieben, da kriegt der Laden doch gleich ein anderes Flair. Ja, und euch schmeiße ich jetzt raus. Also, gehabt euch wohl. Bis dann.